Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1404 Venedig. Und ja, wir sind immer noch dabei, die 10.000 Gesandte anzusiedeln. Ich habe jetzt abseits der Aufnahmen hier noch 8 zusätzliche Teppichknüpfereien aufgestellt. Einfach weil ich Sorge habe, dass die Teppiche zu schnell runtergehen. So wie ihr hier sehen könnt, die sinken schon ganz stark. Ja, da war ich, fand ich sicherer nochmal ein bisschen mehr hinzubauen, als eigentlich empfohlen ist. Aber gut. Ja, wir haben ja die Perlenketten jetzt voll. Euren umsichtigen Taten verdanken wir unseren Wohlstand. Genau. Das kannst du laut sagen. Nicht Spaß. Gut, dann wird jetzt, müssen wir nur noch ein paar Häuser upgraden. Und dann kriegen wir auch schon Duftwasser. Als nächste Bedürfnis. Da weiß ich aber noch nicht, wie wir das machen. Ne, Sekunde mal. Sollten hier nicht schon? Eure Fähigkeiten passen perfekt zu meinem bescheidenen Anliegen. Immer für eine. Ich dachte jetzt eigentlich, dass wir, die würden wir. Oder haben wir die schon? Nee. Macht euch diese Baupläne zum Geschenk. Ich hätte schwören können, wir hätten jetzt eigentlich unsere. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Duftwasser-Leute kriegen. Baugebäude. Naja, gut. Dich kann ich auf jeden Fall schon mal hier nach hinten schicken. Dann haben wir hier schon mal zwei. Wie viel Ruhm haben wir? 1075, okay. Was habt ihr dem Rat der 10 anzubieten? Bestechung. Bei Allah. Ist eure Gabe. Wie schön euch wiederzusehen. So. Ihr seid ein Ehrbar. Euer Ruf eilt euch voraus. Eine große Kaufmannskogge. Da würde ich das ganz gerne noch mal ein bisschen upgraden. Ich glaube, wir brauchen die Items. Eine Sekunde. Wo ist denn hier? Ach, der ist hier unten. Mist. Na gut, dann. Ich dachte eigentlich, wir könnten uns. Wasservorräte werden knapp. Weil das wäre nicht schlecht. Was? Wo? Da habe ich schon wieder. So, an sich ist dieser Erfolg schon ziemlich gut, dass wir dann jetzt die großen Kaufmannskogen hier bauen können. Wenn ich Adlige hätte. Ja, geil. Das hat sich jetzt richtig gelohnt. Wie viel haben wir? 1025. 200 Ruhm müssten wir dann da nochmal aufbringen. Das heißt, wir hätten nur noch 800. Und dann nochmal 300 und du kostest 500. Ja, nee, das ist zu teuer. Ich dachte, wir könnten uns noch ein paar zusätzliche Kaufmannskoggen abholen, aber ich glaube, danach hätten wir dann keinen Ruhm mehr. Ich frage mich also aber jetzt trotzdem, warum wir nicht Duftwasser jetzt produzieren müssen. Ich schaue das, glaube ich, nochmal ganz schnell nach. Wenn ich hier irgendwo mein. Egal, wir lassen uns überraschen, wann wir die bekommen. Ja. So. Wir haben. Wir können. Oh, schon wieder alles leer. So. Hier, ich glaube, wir müssen eben nur die Rosen produzieren. Und dann können wir auch schon direkt eine Produktion kommt zum davon Duftwasser dann produzieren. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wo wir das hinstellen sollen. Ich habe nämlich im Internet ein ganz interessantes Layout gefunden und das
geht, aber nur ohne Noria. Deswegen werden wir vermutlich auf dieser Insel unsere Duftwasserproduktion aufstellen. Deswegen fahre ich jetzt hier schon mal runter und holen wir dann hier das Saatgut Rosen ab. Gut. Ja, warum wir hier... Sekunde mal, wir können uns ja mal hier anschauen, wann wir den nächsten Status bekommen. 3480. Kann es sein, dass wir da dann das nächste bekommen? Tja, weiß ich nicht. Meine Familie und ich. Aha, da sind sie. Dass wir hier ohne Sorgen leben können. Jetzt haben wir auch Duftwasser. Gut. Oh, und noch das Badehaus. Ja, gut. Dann haben wir gleich zwei Sachen freigeschaltet. Und dann fehlt uns nur noch das Marzipan. Dann hätten wir nämlich auch alles. Also hier würden wir dann 1 reinstellen. Gut, jetzt schauen wir uns am besten nochmal direkt an, wie viel diese Häuser kosten. Also 10 Tonnen Holz, 5 Tonnen Werkzeug, 12 und 9. Okay, so, wir werden auf jeden Fall das voll mitnehmen. Ich fürchte, es werden erst wieder... Dann werden wir davon noch alles mitnehmen. Und wir brauchen auch noch ein bisschen Stein. Ach, dann nehmen wir einfach alles mit. Wir haben eh genug Steinproduktion jetzt. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So. Dann fahrt ihr schon mal hier nach unten. Währenddessen kaufst du unsere... Ein gutes Geschäft. Das gefällt mir. Ihr kommt zum. So. Das gefällt mir. Gut. Ja, wir machen erst Duftwasser und dann kümmern wir uns um die Badehäuser. Wir brauchen noch eine ganze Menge an Mosaiken, die wir abholen müssen. Am besten wäre da halt echt noch ein viertes Schiff. Ja, perfekt, das können wir auch bauen. Denn dann fahren wir schnell hier runter, holen uns die ganzen Mosaike ab und dann fahren wir das auch zu unserer anderen Insel. So. Okay, Kaffee ist auch voll, das ist sehr gut. Ein. Ganz und oh nein, 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 nein. Ehrenhaftes Geschäft. Nicht verkaufen. Ich verkaufe das ja immer noch, ich Depp. Ah, oh, Mist. Ich brauch die ja selber. 12 Tonnen und boah, 24 Tonnen. Kostet so ein Duftmischerei. Eine Handelsroute, fehlen die Waren. So, Handelsroute 15. So, Glas, okay. Wo bleibt mein Flaggschiff? Da oben ist es. Um.
Auch Duftwasser haben wir da. Wie sieht denn der aus? Ah, geht so. Aber ich glaube, das Marzipan, dafür brauchen wir dann die neuen, den neuen Rang. Schiffsbau abgeschlossen. Sehr schön, da ist unser Handelsschiff fertig. Du kannst uns das gleich mal da oben abholen. Ist leer. Ha. So. Gut, dann brauchen wir jetzt erstmal hier wieder ein paar Lagerhäuser, damit wir hier wieder ordentlich was einlagern können. 185. So, das reicht. Ja, 230 Tonnen passt. Gut, ihr seid alle leer. Dann hole ich euch mal nach oben für eventuellen Nachschub. Wobei ich kann eigentlich eins schon mal hier hinschicken. So. Gut. Welches Bauvorhaben plant ihr? Es ist jetzt die Frage, ob wir nicht vielleicht doch einfach ein Loria-Layout für die Rosen nehmen. Aber dann einfach sehr viel Platz sparen. Einfach, dass wir dann im Notfall noch genug Platz für irgendwas anderes haben, falls uns da was ausgehen sollte. Ich glaube, dann suche ich nochmal schnell das Noria-Layout heraus. Sollten wir aber auch gleich haben, da ist es schon. So, perfekt. Gut, dann müssen wir jetzt eigentlich nur warten, bis unser Handelsschiff wieder da ist. Denn dann können wir mit den Mosaiken schon anfangen zu bauen. Wie ich sehe, ist hier auch noch alles. Ah, Brot. Warum? Ne, doch, da ist Brot. Ah, kann sich... Aber woran liegt das? Sind die Lager leer? Sind... Das Lager ist voll. Ich brauche mehr Schiffe auf der Route. Am besten große Handelsschiffe. Wir haben halt, doch, wir haben halt so viele Schiffe, ne? Also eigentlich darf da gar nichts schief gehen. Ich setze jetzt nochmal ein drittes großes Handelsschiff auf die Route, einfach damit wir sicher gehen, dass da nicht eine Brotknappheit entsteht, aber naja. So. Kaffee haben wir. Wo bleiben die Mosaike? Eine Noria verbraucht ihr letztes Wasser. Ihre Wasservorräte werden knapp. Gut.
Gut. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir nicht vielleicht wieder so ein Noria-Ding hier übersehen. Gut. Ich kann schon mal hier ein bisschen anfangen, das so ungefähr zu bauen. Also 1, 3. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, das einmal so. Und das dann so. Und dann kommen die alle hier so rein. Jetzt brauche ich aber noch die kleinen Norias. Ja, 7 Norias, ihr habt richtig gezählt. Ganzer Haufen. So, perfekt, da kommt dann auch schon unsere Mosaik. Unsere Mosaike, eher gesagt. Und dann können wir hier anfangen, die aufzustellen. Weil vorher... Einmal so. Ups. Und dann. So nochmal. Ah. Da habe ich jetzt was falsch gemacht. So, das heißt, das erste kommt hier rein, dann so, natürlich das Saatgut noch aktivieren. Jetzt kommt das erste Feld hier hin, das kommt da hin, das da, das da, das dann so hier oben. Du bekommst dann noch ein Feld hier. Ihre Wasservorräte werden knapp. Wir brauchen halt 7 Norias, weil eben wir 6 Felder jetzt hier bauen. Das heißt, wir können nicht nach dem Schema gehen, wie wir es bei den Datteln und allen haben. Denn es ist ja eine Noria da, um den Boden fruchtbar zu machen. Und dann eine zusätzliche pro Feld, das wir eben nicht bauen können. Und somit können wir eben die Effizienz anheben. So, da nochmal, da und da. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So, haben wir, nee, wir haben kein Holz mehr. Ein Glück, dass ich hier oben die Schiffe habe. Also. Wie jetzt mit Werkzeug? Doch, Werkzeug ist noch genug da. Ja, das passt. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Und dann stellen wir... Drei Stück können wir noch bauen. Mein Hafen mag auf euch ungeschützt wirken, doch im Notfall steht mir die gesamte Flotte des Sultans zur Verfügung. Eine Noria verbraucht ihr letztes Wasser. So, da sind schon wieder die Norias alle. Gut. Auf jeden Fall mehr Mosaike. Sonst wird das hier unten nichts. Gut, und dann... Ich glaube, das Verhältnis ist sogar 1 zu 1. Also auf eine Rosenzüchterei kommt eine
Duft irgendwas. So. Lauft. Nee, wieso lauft ihr nur auf 68%? Warum 68%? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich leider nicht, warum das 68% nur sind. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Naja, gut. Vielleicht bauen wir dann doch hier lieber die mit allen Feldern. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Bald haben wir sogar die 100 voll. Dauert gar nicht mehr so lange. Und ja, also bis dahin. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.